Das haben wir gemacht. Kletter hoch, nimm das Buch und wirf es auf den Boden. Hop down. Und lege sie das Buch auf das Regal, wirf, wie im Bild oben gezeigt. Okay. Im Bild oben gezeigt wird nicht viel. Es öffnet sich ein Riegel zu einem geheimen. Zu einem Geheimraum. Da war ein Dreieck. Ein Viereck da mal. Das Bild hilft mir auch nicht viel weiter. Müsste irgendwo ein Riegel. Nicht gefangen. Das war das Buch, was wir unten mitgenommen haben. Aber wo sollen wir damit hin? Offenbar nicht unten auf die. Das ist Verwirrung. Das soll es nicht. Das wäre zwar naheliegend. Weil da sind ja schon die. Da sind Kreis und Viereck und ein Dreieck abgebildet. Aber scheinbar nicht. Welches Buch haben wir da jetzt runtergeholt? Welches von euch war jetzt das Buch, was wir da hinlegen müssen? Ich glaube, das rote war es. Mit dem Dreieck. Ist das Rätsel so banal, dass man da nur das Buch irgendwie in ein Regal legen muss? Aber wo, aber wie? Hier macht es Geräusche. Hier haben wir auch ein Dreieck drin. Ich bin planlos. Jetzt haben wir hier das Buch. Ach Mensch, ich will es doch auch für euch. So, gucke ich jetzt nach Komplettlösung, weil ich weiß ja auch nicht, ich will jetzt hier nicht ewig lange. Will nicht ewig lange an dieser Ecke, in diesem einen Raum festhängen. Ich will auch weiterkommen. Fürs Let's Play. Nightmares. Vielleicht finde ich irgendwo ein Let's Play dazu, dann kann ich mir das kurz mal. Hideaway, das haben wir jetzt durch. Das haben wir letztes Mal abgeschlossen. Die Depths haben wir auch schon abgeschlossen. Du Residenz. Ja, irgendwas mit einem Buch hier auf dem Regal ablegen. Hier haben wir ein Dreieck, da haben wir ein Dreieck. Können wir da irgendwie. Ah, okay. Und nun? Erscheint ja angeblich ein Riegel. Jetzt haben wir das Buch da eingepackt. Okay, hier haben wir noch. Das ist das falsche Buch. Ah, dann müssen wir die Rücken kombinieren. Aha. Okay, aber.
Was, wie, worauf, wann, warum? Da bin ich jetzt gerade selbst drauf gekommen. Ohne Let's Play. Könnt ihr mir glauben. Das habe ich einfach ausprobiert. So. Dann holen wir uns mal die anderen hoch, die anderen Bücher. Das Buch sieht noch vielversprechend aus. Hat ja auf der Rückseite da das Cover. Buchrücken. Buchrücken meine ich. Der sieht aus, als würde da irgendwo reinpassen. So, ich mal hoch. Dann brauchen wir hier nicht die Let's Plays zu bemühen. So. Hier wird es reingesteckt. Okay, jetzt haben wir hier das und das. Aber hier sieht es doch, da fehlt doch nichts mehr. Ist doch eigentlich jetzt, sieht doch finito aus, oder? Sieht für mich. Wo fehlt denn jetzt noch das blaue Buch? Könnte man das noch reinpacken? Das blaue Buch. Ist mit dem Kreis drauf. Das blaue Buch hin. Hier vielleicht. Das sieht so aus, als könnte es da reinpassen. An der Seite. Ist zumindest was Blaues. Okay, über das Geländer kommen wir nicht drüber. Dann holen wir uns das Buch wieder ab. Aber wozu haben wir das dort oben mit dem Globus gemacht? Jetzt habe ich gerade kurz festgesteckt. Mal Licht an, damit ich sehe, wo ich hinrenne. Holen wir jetzt noch das dritte Buch ab. Das haben wir jetzt umsonst dort runter geschafft. Das war jetzt hier eine Falle. Das hat jetzt. Das war ein guter Ansatz von mir. Da die Bücher drauf zu legen, das, also in Resident Evil wäre das auch richtig gewesen. In Resident Evil hätte das jetzt was gebracht. Da wäre jetzt definitiv die richtige Antwort gewesen, Bücher auf die Formen im Boden zu legen. Da hätte sich die Falltür aktiviert und da wären wir weitergekommen. Ist ja 100% die richtige Lösung. Hier. Ah, jetzt bewegt sich was. Jetzt bewegt sich das Regal. Können wir jetzt durchs Geheimtür-Regal-Dings. Da haben wir eine Figur. Die brauchen wir als Ersatz für die Figur, die dort im anderen Raum drin ist. Damit wir durch können. Was auch immer wir mit der Figur machen, die wir dann nehmen. Und das hier ist eine Holzfigur, eindeutig. Das andere ist irgendwie eine Porzellanfigur, die vielleicht doch etwas wertvoller ist. Ach du Schreck. Das ist nicht gut. Die Uhr macht Lärm. Dich raus und dich wieder rein. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir hier nicht raus. Aber hier kommen wir raus. Jetzt haben wir die Figur. Wir
Können wir mit der Figur jetzt mit dem Baustell fahren und dann die dort oben? Was machen wir dann damit? Wozu brauchen wir die Figur? Mit der Figur können wir auf keinen Fall Treppen steigen. Deswegen ist der Fahrstuhl hier ganz gut. Jetzt haben wir die Augen abgelenkt. Können wir die Figur vielleicht werfen? Können wir nicht. Tja. Und nun? Jetzt haben wir die Figur. Und weiter. Tja, Figur. Ich kann mal die hier hinter irgendwie. Vielleicht brauchen wir die unten in dem Raum dort. Auf dem Sockel. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Ich nehme mal die Figur hier. Versuch's mal unten. Wäre naheliegend. Das wird irgendwie da runter schaffen. Könnte man mal versuchen. Ist wahrscheinlich wieder ein Trugschluss, was uns wahrscheinlich wieder nicht weiterbringt. Ach, Schreck, lass nach. Wir brauchen die Figuren da wirklich. Och nö. Es braucht jetzt nur drei andere Figuren oder was? Och nö. Ist doch nicht wahr. Wir müssen noch drei andere Figuren finden, um da weiterzukommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich trinke erstmal einen Schluck. Kleine Trinkpause. Alle jetzt auch mal im Chat was trinken. Trinken ist wichtig. Was zu trinken nehmen. Was? Ja gut, wenn es so einfach geht. Ich habe eine Figur. Vielleicht können wir hier. Können wir nicht. Ich habe mehrere kleine Figuren. Ich habe noch eine Figur. Boah, es kratzt. Ich habe einen Raum voller Gemälde. Kann man nicht wieder blenden? Kann man nicht. Hilft uns hier nicht weiter. Können wir Knöpfe drücken? Aha. Aha. Na komm, Knopf. Und das bringt uns jetzt was. Außer gruselige Gesichter. Aktivieren können wir die alle nicht. Müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge wahrscheinlich. Das wird jetzt hier zum Ende nochmal knifflig. Das wird jetzt hier noch ein Rätselspielchen. Die gehen nach einer bestimmten Zeit wieder aus. Das ist blöd. Man muss also schnell agieren. Na komm hier. Schnell agieren. Sagte ich,
Nicht trödeln. Blend schon welchen an, aber darf man hier nicht. Ich glaube, da passiert was, wenn wir die rechtzeitig ankriegen.